Folgender autobiografischer Anwendungsfall. Auf der linken Seite befindet sich alles, was mit Netzwerk zu tun hat, mit Routern, mit Kabeln, mit TV-Kabeln etc. Dort befindet sich der Fernseher auf der eher rechten Seite, getrennt durch eine Wand. Deswegen greife ich zu einem alten Kabel, was ewig schon in der Schublade liegt, ein Juff-Kabel, womit sich das iPhone an den Fernseher anschließen lässt, um über diesen Flur keine Kabel legen zu müssen. Über den Videoausgang lässt sich alles abspielen, was irgendwie QuickTime heißt. Und wenn man dann das iPhone mit dem Fernseher verbindet, lässt sich alles Material, was man natürlich auf dem iPhone hat, aber auch was über das Netzwerk verfügbar ist, auf dem großen Bildschirm darstellen. Beispielsweise AirVideo, alles was Serien, Filme angeht, die das iPhone dekodieren kann und dann auf den Fernseher schicken kann. Auch Plex oder auch Live-TV über DVB-T beispielsweise mit ITV. Die Videoausgabe erfolgt dann auf dem großen Fernseher, sobald das iPhone den Kanal gefunden hat und angesteckt ist. 39,95 vain Restonilta.